Guten Morgen. Es ist gestern Abend dann doch ein bisschen später geworden. Und da habe ich gedacht, ich nehme lieber heute Morgen in Ruhe die Zeit, ein paar eurer Fragen zu beantworten. Erstmal danke für die vielen Fragen. Es kamen unglaublich viele. Eine Frage, mit der ich jetzt auch anfangen möchte, ist die zum Thema Sportpsychologie, weil da habt ihr echt ganz, ganz viel zu wissen wollen. Ja, dann erstmal zu den Anfängen, wie ich zur Sportpsychologie überhaupt gekommen bin. Das Ganze hat 2018 angefangen, als ich zum ersten Mal mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Da hat mich das Ganze auch mental ziemlich mitgenommen, weil es für mich eine völlig neue Situation war, mit der man so gar nicht richtig umgehen konnte. Und da kam der Kontakt zur Colette Altwasser zustande. Und seitdem arbeiten wir ganz intensiv auf unterschiedlichsten Gebieten miteinander. Dabei geht es natürlich zum einen um Themen, wie gehe ich mit einer Verletzung um, wie kann ich mich trotzdem motivieren, was kann ich machen, wenn ich niedergeschlagen, enttäuscht, frustriert bin, wie schaffe ich es da trotzdem, mich wieder rauszuholen, mich zu motivieren, welche Techniken kann ich anwenden, beispielsweise mich an vergangene Situationen, Rennen erinnern, aus denen ich unglaublich viel Kraft schöpfen kann. Da geht es viel um Visualisierung. Aber natürlich spielt auch die Wettkampfvorbereitung in unserer Arbeit eine ganz wichtige Rolle. Also wie schaffe ich es, das wolltet ihr auch ganz viel wissen, Nervosität vor Wettkämpfen abzulegen, keine Blackouts zu haben, wie gehe ich mit viel Selbstvertrauen in den Wettkampf rein. Da beispielsweise hat sie Atemtechniken mir beigebracht, wie ich mich selber, wenn ich sehr aufgeregt und angespannt bin, mich wieder runterfahren kann, mich entspannen kann, um dann eben auch fokussiert bei mir selber zu bleiben vor einem Wettkampf. Und an solchen Baustellen arbeiten wir eben. Also ihr seht, die Arbeit ist super vielfältig und ich glaube, das Allerwichtigste ist, an der Stelle zu sagen, man braucht keine Angst haben davor, mit einer Mentalpsychologin und einem Psychologen zusammenzuarbeiten. Das ist was völlig Normales und ich kann eigentlich auch nur sagen, dass man bereits damit anfangen sollte, wenn noch alles gut läuft, wenn man noch keine Probleme hat, weil man auch unglaublich viel in der Vorbereitung und präventiv machen kann, sodass, wenn wirklich mal eine Situation, mit der man schwer umgehen kann, die einen sehr belastet, sehr beschäftigt, dann kann man nämlich eben direkt Tricks und Techniken anwenden, um sofort, wenn es beginnt, daran arbeiten zu können und die Problemlösung anzugehen. So, dann mache ich jetzt weiter mit einem Thema, wozu ihr auch ganz viel wissen wolltet, und zwar wie die aktuelle Situation ist, wie das Training läuft, wie es mit Wettkämpfen aussieht. Wir haben eigentlich während der kompletten Corona-Zeit sehr gut trainieren können. Natürlich waren zwischendrin auch für uns die Sportplätze und Hallen geschlossen, aber da sind wir dann im Wald recht kreativ geworden. Wir waren viel an Bergstrecken, wir waren in einem alten Amphitheater. Also da ist unser Trainer relativ kreativ geworden, um uns trotzdem auch intensiv zu fordern. Und es hat für die Grundlagenausdauer und für die Fitness unglaublich viel gebracht. Generell kann man sagen, natürlich ist es unglaublich frustrierend, dass die ganzen Wettkämpfe, gerade die Höhepunkte, Olympische Spiele, die Europameisterschaften abgesagt wurden. Aber ich versuche jetzt auch das Positive in dieser Situation zu sehen. Wir hatten jetzt endlich mal die Zeit, wirklich an vielen Schwachstellen konzentriert und fokussiert zu arbeiten, gerade nach meiner Verletzungszeit in den letzten Jahren. Jetzt natürlich auch für mich eine ein bisschen entspanntere Situation. Ich habe jetzt nicht den Zeitdruck gehabt, innerhalb von wenigen Wochen, Monaten wieder absoluten Highspeed-Geschwindigkeiten zu laufen. Von daher kann ich sagen, hat es für mich ganz persönlich sogar, was heißt was Gutes? Das ist immer so schwer gesagt, aber ich versuche es als was Gutes zu sehen, jetzt die nötige Zeit noch zu haben, um wieder ganz zu alter Stärke und darüber hinaus noch besser zu werden. Aber auch für uns stehen jetzt so langsam die ersten Wettkämpfe an. Also ab Juli wird es wahrscheinlich losgehen. Wie die dann aussehen, steht auch noch nicht ganz fest. Wahrscheinlich werden auch da Corona und Hygienerichtlinien eingehalten werden müssen. Also beispielsweise wird zwischen den Sprintern eine Bahn frei bleiben. Aber auch das, dass wir überhaupt wieder die Möglichkeit haben, Wettkämpfe machen zu dürfen in diesem Jahr. Weil gerade im Hinblick auf nächstes Jahr, wenn die Olympischen Spiele dann stattfinden, ist es natürlich ganz wichtig, jetzt zu schauen, wie hat das Training der letzten Wochen und Monaten angeschlagen, wie bin ich drauf, sich wieder mit anderen
Gegnern zu messen und einfach auch in diesem Wettkampfrhythmus drin zu bleiben. Das unterschätzt man manchmal, aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Entwicklung. Und der Höhepunkt in diesem Jahr wären dann die deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Wir sind ganz, ganz glücklich, dass diese stattfinden. Zwar derzeitigen Stand noch ohne die Mittelstreckenläufer, was sehr, sehr schade ist. Ich hoffe, dass da in den nächsten Wochen noch eine Möglichkeit gefunden wird, vielleicht auch die in das Programm aufzunehmen, weil das ist natürlich ja sehr schade und so ist die Leichtathletik auch irgendwie nicht komplett. Aber ich freue mich natürlich drauf, diesen Höhepunkt mitnehmen zu können und werde im Vorfeld auch schon 2, 3 Wettkämpfe machen und ja, freue mich da auch schon ganz, ganz doll drauf. Das Training zurzeit läuft nämlich auch sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt, was dann da für Zeiten wieder auf der Bahn stehen werden. So, ich habe jetzt auch schon wieder ganz schön viel erzählt. Ist jetzt schon wieder spät geworden. Ich muss jetzt gleich los ins Training. Ich werde mir aber heute Nachmittag nochmal Zeit nehmen, 2 von euren Fragen zu beantworten. Dann vielleicht auch ein bisschen schneller, aber ich will natürlich euch auch ausführlich antworten. Also meine Lieben, macht's gut, habt einen schönen Vormittag und bis später.